Herzlich willkommen zu dem Tutorial hier. Ich will euch zeigen, wie man mit WhatsApp, sage ich jetzt mal, umgeht. Es kam nämlich eine Frage von, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, Marvin TV. Ich hoffe mal, ich konnte es mir jetzt merken. Falls nicht so war, schreib es in die Kommentare, wenn du das Video jetzt hier anschaust. Du hast auf der Website gepostet, dass du eben ein Tutorial haben willst, weil du ein neues Handy bekommen hast. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Genau, gehen wir jetzt erstmal in WhatsApp rein. Wenn ihr WhatsApp öffnet, also installiert habt, sieht es jetzt so aus wie bei mir. Ich habe jetzt mal alle Chats gelöscht. Dann könnt ihr hier natürlich, achso, kann man gar nicht drauf drücken. Genau, dann kann man sich das hier durchlesen, wenn man will. Ja, ich werde jetzt nicht so viel auf das hier eingehen, weil ich da meine privaten Kontakte zeigen müsste. Wenn ihr hier oben drauf drückt, kommt ihr zu euren Kontakten sozusagen. Also wenn ihr in euren Kontakten im Handy normal, also nicht in WhatsApp, Kontakte drin habt, die WhatsApp haben, also die Nummer, die WhatsApp haben, wird automatisch in diesem Menü hier oben drin angezeigt. Also da könnt ihr dann, wenn ihr da drauf geht, könnt ihr die alle sehen, die WhatsApp haben, die in euren Handykontakten drin sind. Ich hoffe mal, jetzt konntet ihr es verstehen, ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Dann könnt ihr die hier auswählen und dann könnt ihr einfach im Chat mit denen schreiben. Ist eigentlich ganz einfach, aber ich denke mal, du wirst damit jetzt kein Problem gehabt haben, sondern eher mit den Einstellungen, wo ich mich am Anfang auch zuerst mal ein bisschen zurechtfinden haben müssen. Ja, neuer Chat ist genau dasselbe wie jetzt hier oben. Deswegen, ja, normal halt einfach. Neue Gruppe ist eine Gruppe eröffnen, wo ihr dann mehrere WhatsApp-Kontakte in die Gruppe mit hineinbeziehen könnt. Ich habe zum Beispiel nur eine Gruppe, das ist unsere Klasse halt, alle die aus unserer Klasse WhatsApp haben, sind halt in der Gruppe, oder fast alle. Dann gibt es hier Broadcast, weiß ich jetzt selber nicht, was das ist, Kontaktnamen eingeben, Empfänger hinzufügen, das ist jetzt ein Kontakt hier hinzuzufügen, wie das funktioniert. Ich habe noch nie über WhatsApp einen Kontakt hinzugefügt, habe einfach über die Kontakte gemacht, hier oben auf Plus gedrückt, neuen Chat gemacht, hat er mir automatisch da angezeigt und fertig. Falls es bei euch nicht funktionieren sollte und ihr die Nummer hundertprozentig richtig eingegeben habt, würde ich das Handy nochmal noch neu hoch und runter fahren oder die App versuchen zu schließen, indem ihr hier bei Android zum Beispiel länger drauf bleibt und dann halt einfach rüberzieht. Ansonsten gehen wir weiter. Kontakte, natürlich hier gehe ich jetzt wieder mal nicht drauf, weil ich eben das nicht zeigen will. Ist eigentlich alles ganz klar, denke ich mal. So, Status kann ich mal auch kurz reingehen. Da könnt ihr anzeigen, was ihr als Status habt sozusagen. Also das ist wie, okay, man kann es bei Skype sagen, man kann es bei Facebook sagen, was halt... bei Skype ist es, was unter eurem Namen steht, zum Beispiel, keine Ahnung, da steht ja immer, schreibe, was du gerade tust. Und da steht halt bei mir, keine Ahnung, eben das, was jetzt hier drin steht, zum Beispiel die Webseite, was ich sowieso falsch hingeschrieben habe. Naja, kann ich sowieso jetzt mal ändern. HTTP, soll ich nicht verschieben, Querstrich, Querstrich, Doppelpunkt, nein. Wie ging das nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen, wie das geht. So, ne? Genau so geht's. Dann ist das nämlich ein Link, dann kann man da direkt drauf. Wenn http Doppelpunkt Strich Strich fehlt, ist das kein Link. Genau. Ist bei euch jetzt ja nicht so wichtig, aber naja, steht jetzt bei mir als Status drin. Hier kann man jetzt sehen, was ich alles schon mal drin hatte. Ah, WhatsApp. Dann halt hier den YouTube-Kanal, dann das hier. Hier seht ihr jetzt, ich weiß nicht, ob es ihr erkennen könnt, außerdem ist es gerade sehr unscharf auf der Kamera. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es scharf ist, sorry. So, hier bin ich wieder. Sorry, dass es mir jetzt zuerst aufgefallen ist, aber ich habe nicht fokussiert. Ja, dann genau.
Hier sieht man es eben blau, dass es jetzt ein Link ist. Hier ist es noch nicht blau. Ist jetzt ja egal. Ist halt mein Status. Wie gesagt, ist eben das, was man sieht, was halt unter eurem Namen steht, ist hier jetzt im WhatsApp auch so wie bei Skype zum Beispiel. So, dann haben wir jetzt alles außer Einstellungen. Ja, Einstellungen ist eigentlich auch ganz einfach aufgebaut, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Hier Systemstatus zum Beispiel. Verbinden, keine Ahnung, WhatsApp-Service funktioniert ordnungsgemäß. Kontaktiere uns, bla bla bla, brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen keine Hilfe. Ihr bekommt hier die Hilfe von mir. WhatsApp-Messenger-Version, bla bla bla. Hier die Kontakte. Freunde informieren. Blockierte Kontakte, keine. Alle Kontakte anzeigen. Okay, ja. Dann halt eben dein Profil. Hier kannst du dein Profilbild ändern. Kannst du jetzt zum Beispiel ein Foto machen aus der Galerie, aus irgendwelchen Foto-Apps, die ihr drauf habt, beziehen. Hier unten steht mein Name drin, wie ich auf WhatsApp heiße. Bringt euch natürlich jetzt nichts, weil ihr meine Nummer wissen müsst. Also ihr könnt nicht über nur den Namen jemanden anders adden. Aber wenn euch jemand addet, also wenn der die Nummer in seine Handy-Kontakte einspeichert und euch auf WhatsApp was schreibt, heißt ihr halt so, wie ihr da angegeben habt. Könnt aber, also er kann dann später den Namen noch ändern. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also ihr heißt nicht so, wie es, ja, wie ihr es vorgebt. Das kann natürlich geändert werden. Genau. Dann waren wir bei Profil, dann gehen wir jetzt auf Account, weiß ich selber nicht, was man da machen kann, machen muss. Genau, das ist eben jetzt noch, oh scheiße. So, hier bin ich wieder, sorry, ich bin jetzt gerade auf Bezahlinformationen draufgegangen, da stand meine Nummer, die solltet ihr natürlich nicht sehen. Genau, was ich noch sagen wollte, WhatsApp kostet auf Android was pro Jahr. 99 Cent, glaube ich. Habe ich selber noch nicht, also habe ich selber von Anfang an nicht gewusst, ist mir jetzt später bekannt geworden. Steht jetzt eben hier auf Bezahlinformationen, mal schauen, habe ich noch nie drum gekümmert, habe noch nicht so lange WhatsApp, aber kenne mich damit jetzt halt so ein bisschen aus. Wenn ich was nicht weiß, könnt ihr selber in die Kommentare schreiben. Oder du, jetzt habe ich schon wieder deinen Namen vergessen, Marvin TV, kannst ja auch mal nach anderen Tutorials schauen über das, über WhatsApp. Genau, meinen Account löschen kannst du hier natürlich, sehr logisch. Und Netzwerkauslastung, da können wir jetzt auch mal kurz drauf gehen. Gesendete Nachrichten 534, könnt ihr halt hier alles überprüfen, was ihr so gemacht habt. Genau, dann gehen wir aufs nächste, auf Chat-Einstellungen. Hier könnt ihr jetzt einstellen, ich erkläre es jetzt mal alles kurz, Enter senden, also wenn ihr unten rechts bei der Tastatur, ist das ja normalerweise Enter, sozusagen Leerzeichen, wie es halt bei der normalen Tastatur auch ist, ist halt Enter, oder ihr könnt, wenn ihr diesen Haken hier reinsetzt, könnt ihr das Enter als Senden machen. So viel soll das eigentlich heißen. Enter-Taste sendet Nachricht. Habe ich so eingestellt, finde ich besser, weil normalerweise braucht man, wenn man in WhatsApp was schreibt, kein Enter. Also keine Leerzeile, so heißt es ja, glaube ich. Leerzeichen ist ja Leertaste, aber naja. Genau, dann Schriftgröße Mittel war am Anfang so eingestellt, habe ich nicht umgestellt. Hintergrund. Das ist jetzt nochmal ein wichtiges Feature, sage ich mal. Ja, da könnt ihr euch den Hintergrund von eurem Chat einstellen. Kann ich euch jetzt leider wieder nicht zeigen, weil das eben wieder mit einem Kontakt zu tun hat. Aber da könnt ihr, also wenn ihr Chat-Nachrichten gerade schreibt, seht ihr den Hintergrund, da könnt ihr ein Bild reinstellen, da kann man das jetzt hier machen. Wie wieder gerade vorhin beim Account halt ein Bild hochladen, also reinladen sozusagen. Genau, kennt ihr ja eigentlich von Facebook oder Skype, müsste ja eigentlich fast jeder haben, der dieses Video hier schaut. Genau, Chat per Mail senden, habe ich selber auch noch nie ausprobiert, kann ich ja mal kurz drauf gehen. Achso, da kann man einen Chat per Mail senden. Ja, habe ich noch nie gebraucht. Werdet ihr wahrscheinlich auch nicht brauchen. Wenn, dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren, wie ich auch gemacht habe. Genau, Backup, Chatverlauf. Letztes Backup. Okay, 4 Uhr, schön. Alle Chats löschen, alle Unterhaltungen löschen. Könnt ihr natürlich auch machen, damit keiner sehen kann, was ihr so auf WhatsApp geschrieben habt.
Ist natürlich für manche auch ganz wichtig, aber habe ich auch noch nie gebraucht. So, das war es jetzt hier eigentlich schon von dem Tutorial. WhatsApp ist gar nicht so groß, mir kam es am Anfang auch so groß vor, wenn man allein hier hingeht und dann noch in die Einstellungen und alles Mögliche und wir haben Benachrichtigungen vergessen, genau, dann sieht man hier auch wieder so viel. Aber wir haben natürlich Benachrichtigungen vergessen, genau. Dann gibt es hier Nachrichtentöne. Wenn ihr eine Nachricht bekommt, kommt natürlich ein Ton, wie normalerweise bei allen bei allen Netzwerken, sage ich mal. Ja, sind natürlich auch angehakt. Dann Benachrichtigungen. Gibt es jetzt verschiedene Unterpunkte. Hier Benachrichtigung, hier Gruppenbenachrichtigung und hier Broadcast-Benachrichtigungen. Ich weiß leider nicht, was Broadcast ist. Ich habe es bis jetzt noch nie gebraucht. Deswegen habe ich hier auch alles deaktiviert. Und ja, fangen wir jetzt mal hier oben an bei Benachrichtigungen. Das sind alle Benachrichtigungen, die ihr in einem normalen Chat, also wenn euch ein einziger Kontakt schreibt, sind das jetzt diese Benachrichtigungen. Wenn mir einer schreibt, habe ich halt einen Ton ausgewählt, hier einen Standard-Sound von Android bzw. Samsung und hier Ton für Kontakte. Habe ich eigentlich angehakt, war am Anfang auch schon so. Vibrationsdauer Standard, kann man hier noch verschiedene ich weiß nicht, ob es Dauern heißt, aber kann schon sein. Dann Pop-up-Benachrichtigung heißt so viel wie, wenn ihr jetzt zum Beispiel im ausgeschalteten Modus seid, das heißt, wenn ihr auf diese Taste drückt bei Samsung oder bei HTC ist es oben, bei Apple ist es auch oben oder keine Ahnung, wo es halt bei euch ist, wenn ihr jetzt sozusagen den Bildschirm ausgeschaltet habt, geht halt euer Bildschirm an. Und zeigt euch dieses Pop-up an. Ihr könnt automatisch sofort reinschreiben, ohne den Bildschirm zu entsperren oder irgendwas anders zu machen. Und ja, finde ich eigentlich ganz praktisch. Aber wenn euch irgendjemand zuspammt und ihr gerade keinen Bock habt auf dem, ist es manchmal wirklich nervig. Oder wenn ihr gerade, keine Ahnung, Video schaut und da kommt die ganze Zeit so ein Pop-up raus. Hat mich eigentlich genervt, deswegen habe ich es jetzt wieder deaktiviert. Am Anfang hatte ich es aktiviert. Ich weiß nicht, wie es am Anfang ist. Also ganz am Anfang, wenn man mal WhatsApp neu installiert. Mich nervt es einfach, wenn ihr keine so Spammer habt wie ich, könnt ihr es natürlich lassen. Ist eure Entscheidung. Genau, dann kommt jetzt hier noch das Licht. Das ist nicht bei jedem Handy möglich. Ist jetzt, ja, beim S3 gibt es es halt. Ich weiß nicht, ob es beim S3 Mini gibt, aber beim S4 weiß ich auch, dass es es gibt. Mal schauen, ob es es beim S4 Mini auch gibt. Ja, genau, das wisst ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Kann ich jetzt mal kurz drauf eingehen, weil ich mich da immer so ein bisschen informiere. Ich habe vorgestern ein Video gesehen über das S4 versus iPhone 5, S4 Mini meine ich. Es soll jetzt bald rauskommen. Wenn das Video hier rauskommt, ist es wahrscheinlich schon in Deutschland rausgekommen. Weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall in Amerika auf einem Video schon gesehen. Also es gibt schon. Es sieht ganz cool aus. Sieht eigentlich ganz genauso aus, wie man es auch schon vom S3 kennt. Genauso aus wie sein großer Bruder. Ist sogar größer als das iPhone 5, was ich jetzt nicht für möglich gehalten hätte. Das iPhone 5 hat ja 4 Zoll. Samsung Galaxy S4 Mini hat 4,3 Zoll und das S4 hat eben hat es 5 Zoll oder hat es 4,9? Ich weiß es nicht. Doch, 5 Zoll hat es. Weil das S3 jetzt hier, was ich jetzt gerade habe. Ach ja, genau. Du hast ja eben in dem Ding geschrieben, in deinem Kommentar, dass du das S4 hast. Das neue, genau. Das S4, das S3 hat eben 4,8 Zoll. Deswegen war das S4. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Das S4 wird 5 Zoll haben. Genau. Auch mal das jetzt geklärt, was ich euch auch mal irgendwie sagen wollte. Keine Ahnung weswegen, aber naja. So, dann Gruppennachrichten. Habe ich auch wieder alles deaktiviert. Vibrationsdauer aus, Pop-up aus, keine Leucht. Ach, wir waren ja sowieso noch beim Licht. Genau, Licht gibt es eben nicht bei allen Handygeräten. Deswegen wird es die Einstellung nicht bei vielen Geräten geben, weil es ist eben bloß bei den. Ich sage jetzt mal höherklassigen, ich will es damit nicht angeben, aber es ist meistens so, oder es ist eigentlich so, dass es nur bei den höherklassigen Handys Benachrichtigungs-LEDs gibt. Das ist jetzt beim S3 hier oben, was ihr nicht sehen könnt am Rand. Da ist so ein Ding, das kann
Gelb, Grün, Rot, Blau, alles kann das in allen Farben blinken. Habe ich jetzt hier auf Gelb eingestellt. Gelb habe ich sonst gar nichts. Wenn ich zum Beispiel eine Mail bekomme, ist es blau. Wenn ich Skype-Nachrichten bekomme, ist es blau. Wenn es Facebook ist, ist es auch blau. Hier WhatsApp ist es jetzt gelb. Was habe ich grün eingestellt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Grün habe ich, also grün bekomme ich sehr selten Nachrichten davon. Aber da weiß man halt einfach, ohne dass der Bildschirm angeschaltet ist, von wem ihr eine Nachricht bekommen habt. Ja, wie gesagt, gibt es nicht bei allen Geräten, also wird es euch wahrscheinlich nicht unbedingt interessieren. So, dann kommen wir hier zu den Gruppenbenachrichtigungen, wo wir hier gerade auch schon waren. Habe ich alles deaktiviert, weil es ein bisschen sehr nervig ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Klassengruppe habt und die keine Ahnung, wenn die halt früher aufstehen als ihr, sagen wir mal um 6 Uhr und du stehst um 6:30 Uhr auf, wie ich es jetzt gerade mach. Du hast vergessen, dein Handy auszuschalten, hast den Ton natürlich noch an. Und dann kommt auf einmal um 6 Uhr so blub, blub die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Und du hörst es natürlich richtig schön rum, wirst natürlich aufgeweckt, ist natürlich sehr, sehr nervig. Und auch wenn du das Handy angeschaltet hast, gerade am Handy bist und die ganze Zeit macht es diesen Ton, weil in der Gruppe schreibt man sich halt logischerweise öfter, als wenn ihr einen Einzelchat habt. Und in der Gruppe geht euch das natürlich nicht auch immer etwas an. Wenn euch jemand im Einzelchat schreibt, solltet ihr das natürlich schon lesen. Außer ihr wollt es gerade nicht lesen oder habt keine Zeit dafür. Aber im Gruppenchat schreibt man sich ja mit anderen und andere können es halt eben auch lesen. Deswegen habe ich das hier auch deaktiviert. Man sieht natürlich trotzdem hier oben drin, wenn ihr die Leiste runterzieht, dass jemand geschrieben hat. Wird hier oben das WhatsApp-Zeichen angezeigt in der Statusleiste. Und ihr könnt natürlich trotzdem drauf gehen, ist nichts weiter deaktiviert, außer dass halt kein Ton kommt, kein Licht kommt, kein Pop-up kommt und keine Vibration. Alles durchgelabert. So, dann kommen wir zum letzten, zu Broadcast-Benachrichtigungen. Weiß ich jetzt leider nicht, was das ist. Habe ich deswegen auch alles deaktiviert. Broadcast hört sich so viel an wie ein Bild, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was Broadcast heißt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Aber ja, keine Ahnung. Kann sein, dass wenn ihr mir ein Bild schickt, dass dann eine extra Benachrichtigung kommt. Wie gesagt, habe ich ausgeschaltet, weiß ich nicht. Könnt ihr mal selber aktiviert lassen. Jetzt habe ich das ausgeschaltet aus Versehen. Und mal schauen, was das ist und mir dann schreiben. Genau, das war es jetzt hier auch von der tollen App WhatsApp. Finde ich, lohnt sich die zu kaufen, auch wenn es im Jahr etwas kostet. Aber stellt euch mal vor, ihr schreibt SMS mit, sagen wir mal, nur einem einzigen Kontakt. Ihr schreibt im Jahr, sagen wir mal, durchschnittlich, ich weiß nicht, 10, naja, 15, 20 SMS. Und jetzt schaut mal hier nach. 15, 20 SMS kostet, ich weiß jetzt nicht wo, aber sagen wir mal 13 Cent pro SMS. 13 mal 15 ist, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, ich bin kein so guter Kopfrechner, aber es ist auf jeden Fall mehr als 99 Cent. Und ihr habt ja nur mit einem Kontakt geschrieben. Hier in WhatsApp könnt ihr eigentlich mit allen schreiben, die WhatsApp haben. Und das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Deswegen finde ich, lohnt sich diesen Preis. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das bezahlt und wie das funktioniert. Ja, müsst ihr halt selber mal schauen, muss ich auch mal bald schauen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon WhatsApp habe. Wird schon noch irgendeine Benachrichtigung kommen? Oder ich kann auf einmal nicht mehr auf WhatsApp, muss ich mich halt dann drum kümmern. Aber ich denke mal, in euren Freundeskreisen wird da schon mal bestimmt jemand das gezahlt haben. Könnt ihr ja auch nachfragen. Genau. Ja, jetzt müsste ich eigentlich alles gesagt haben. Genau, WhatsApp ist auf Android kostenlos, wenn ihr es downloadet und kostet dann eben zuerst pro Jahr etwas. Also ihr könnt ein Jahr kostenlos nutzen, dann müsst ihr was zahlen und dann halt jährlich so weiter. Auf iOS, wo ja bald das schöne iOS 7 rauskommen soll, wo wahrscheinlich das Video jetzt, wenn dieses Video rauskommt, das Video schon draußen sein wird, was ich aufgenommen habe, wo ich euch das auf der Website zeige. Bei iOS kostet eben die App am Anfang 98 Cent. Denkt man sich natürlich auch, scheiße, jetzt kostet die was. Ja, so fühlst du dich ja voll gedisst, wenn du jetzt denkst, bei Android müssen nichts zahlen. Aber du hast natürlich den Vorteil, du musst einmal 98 Cent zahlen und nicht jedes Jahr 99 Cent. Das ist natürlich der große Unterschied. Verstehe ich nicht, was das sich WhatsApp gedacht hat.
Und ja, ist ihre Entscheidung. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Aber naja, ist halt einfach so. Und ja, das war es jetzt hier auch von dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Marvin TV, ja genau. Ich hab's nicht so mit Namen merken und ja, ich sollte nicht so weit vom Mikro weg. Ich stecke gerade den HDMI-Stecker wieder vom Bildschirm in den Laptop rein, weil ich gerade probiert habe, das über den Bildschirm aufzunehmen und dann funktioniert es mal wieder nicht. Aber naja, ich hoffe, ihr konntet es jetzt auch sehen, auch wenn es am Anfang ein klein wenig unscharf war. Aber wie gesagt, es kommt bald die neue Kamera, wo man das auch während des Films umstellen kann. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video. Kein Tutorial mehr, wahrscheinlich, aber mal schauen. Genau, ciao.